Die Luft ist nach dem Regenguss etwas reiner. Trotzdem kann die Nacht die Trostlosigkeit der Stadt nicht verbergen. An einer Ecke brennt noch Licht. Ein mieses Loch in einer finsteren Gegend. Ich trete ein. Sofort schlägt mir eine Wolke aus Zigarrenrauch, Bier und Schnaps entgegen. Eine Bar voller Trinker. Verlorene Seelen vereint im Suff an der Theke. Ich beschließe, mich dazuzusetzen. Mehr habe ich heute nicht zu verlieren. Wie oft habe ich diese Stadt verteufelt? Und doch ziehe ich ziellos durch ihre Nacht. Der Regen ist kalt. Kälter als das Gefühl, das gerade durch meinen Bauch zieht. Mit einer halbvollen Flasche Scotch betrete ich nach einer unglaublichen Zecherei meine Bleibe. Mein regendurchnässter Mantel. Ich werfe ihn achtlos zur Seite. Er stinkt nach Rauch und den verlorenen Seelen aus diesem Drecksloch, das sich tatsächlich Bar nennt. Ich nehme einen Schluck aus meiner Flasche. Mir wird etwas wärmer. Es ist billiger Scotch aus dem Supermarkt. Er erfüllt seinen Zweck. Ich gehe in das kleine Badezimmer meiner gemieteten Bleibe. Was ich im Spiegel sehe, erkenne ich nicht. Verloren trifft es am besten. Abgehalftert und ausgespien sind Worte, die ebenfalls zutreffen würden. Ich setze mich auf das karge Bett des Hotelzimmers und stecke mir eine Kippe an, während ich meinen Revolver zum letzten Mal mit Kugeln bestücke. Morgen wird jemand an meine Tür klopfen. Das weiß ich. Ein letzter Schluck Scotch bringt mich zum Schlafen. Meine Augenlider fühlen sich wie Blei an. Mein Kopf ist eine Bastion aller Qualen der Unterwelt. Mein Erwachen eine Schande für den Körper. Ich schiebe mich langsam aus dem Bett mit der von Motten zerfressenen Decke. Der Nachttisch. Ja, der Revolver liegt noch da. Sehr gut. Das Badezimmer hat seit langem keine Putzfrau mehr gesehen. Die kleine Duschkabine? Eine Ansammlung von Schimmel und kleinen Dingen, die sich bewegen. Ich halte meinen Kopf unter den Wasserhahn. Etwas besser. Ich kotze einen Schwall in die dreckigste Toilettenschüssel der Stadt. Noch besser. Ein bisschen Kernseife aus der Duschkabine, eine Zahnbürste, der letzte Rest vom Scotch, mein Mantel, mein Revolver, meine Stiefel. Club Kuma. Da werde ich ihre Spur aufnehmen. Mein Mantel stinkt immer noch. Ich verlasse das Zimmer. Die enge Wendeltreppe in diesem Loch. Ich nehme sie Stufe für Stufe. An der Rezeption steht ein Typ. Gestern war es noch eine alte Dame. Ich lege die Scheine auf den Tresen und schaue ihn an. Seine Augen. Da ist eine Narbe am rechten Auge. Ich greife zu meinem Revolver. Ich schieße. Die Kugel wirft seinen Schädel nach hinten. Alles hinter dem Tresen ist rot. Erbärmliche Sauerei. Es geht nicht anders. Manche sterben. Manche leben. Ich packe meine Scheine wieder ein. Der Kadaver ist schwer. Mit Mühe ziehe ich ihn unter den Tisch der Rezeption. Danach fische ich nach einer letzten Kippe in meiner Innentasche. Keine Streichhölzer mehr. Scheiße. Zurück auf der Straße. Es ist dunkel. Der kalte Regen durchnässt mich bis auf die Knochen. Das Licht der wenigen Laternen spiegelt sich in den Pfützen. Endloser Asphalt. Ich blicke nicht zurück. Diese Bleibe. Nicht die erste Wahl. Der Typen am Tresen. Die Narbe am rechten Auge. Nicht zufällig. Eddies Zeichen. Keine Zeit zum Verhandeln. Man lebt oder man stirbt. Jemand ist mir also auf den Fersen. Jemand hat geplaudert. Die Welt hinter den Dingen. Jenseits der schönen Dinge. Schlimmer als ein Kaffeekranz Sonntagnachmittags bei Oma. Meine Kippenschachtel ist durchnässt.
Die letzte Kippe hat überlebt. Keine Streichhölzer, kein Feuerzeug. Ich halte einen einsamen Passanten an. Keine Ahnung, was der hier zu suchen hat. Interessiert mich auch nicht. Ich frage nach Feuer. Sein Blick ist ängstlich, fast angewidert. Interessiert mich auch nicht. Ich behalte das Feuerzeug. Von dem Typen kommt kein Widerspruch. Er sucht das Weite. Besser so. Ich stelle mich in einen Hauseingang und zünde die Kippe an. Nehme einen tiefen Zug und blase den Rauch in den Regen. Was mir bevorsteht, wird nicht schön. Ja, ich denke über das Geld nach. Vielleicht zu wenig für das, was kommt. Aber ein spezieller Auftrag allein steigert den Ruf. Das hier ist mehr wert als Geld. Ein letzter Zug an der verdammten Kippe. Der Rauch verfliegt im Regenschauer. Zwei Patronen für Eddies Mann hinter dem Tresen in diesem vergommenen Drecksladen. Ich lade meinen besten Freund nach. Verstaue den Rest der Kugeln in meiner Hosentasche. Da, wo ich sie spüren kann. Mein Kopf wird klarer. Zeit zu gehen. Zeit, Antworten zu suchen. Antworten zu finden. Sie zu finden. Emily. Verschwunden vor 2 Wochen. Sie hat die Bilanzen geführt. Die dreckige Buchhaltung für Dimmlers Bande. Sie weiß viel. Aber längst nicht alles. Mein erster Stopp. Club Kuma. Eddies Bar. Ich bin nicht passend angezogen. Egal. Der Weg ist nicht lang und mein Kater verfliegt immer mehr. Dafür zittern nun meine beschissenen Hände. So kann ich nicht zielen. Eine Kugel richtig platzieren. Club Kuma ist noch 2 Straßen entfernt. Durch den prasselnden Regen sehe ich was. Etwas, das leuchtet. Der Kiosk ist noch erbärmlicher als die verdorbene Bleibe der letzten Stunden. Ein kleiner Bursche steht hinter dem Tresen. Blass, dünn, ein Opfer für die Haie. Er wird noch bleicher, als er mich anschaut. Ich überrage ihn um mindestens 2 Köpfe. Vielleicht macht ihm auch meine Kanone Angst, die ich demonstrativ vor ihm auf den Tresen lege. Naja, er stellt eine Flasche Wodka der billigsten Sorte und eine Schachtel Chesterfield auf die Verkaufsfläche. Ich hole einen Schein aus meiner Tasche, sage, dass es so stimmt. Der Bursche scheint erleichtert. Ich schaue ihn nochmal an. Lange wird er sich hier nicht halten. Ich gebe ihm noch 3 Tage bis zu seiner Beerdigung. Ein typischer Kugelfang. Der Regen prasselt, als ob Gott uns mit einer Botschaft auf die Straßen pisst. Das Wummern der Bässe aus dem Club Kuma höre ich schon. Atme tief durch. Mein bester Freund hängt sicher am Gürtel. Der Regen verbreitet seinen eigenen Duft. Ich mag ihn. Ein Schluck aus der Flasche. Und noch 2 hinterher. Es geht los. Der Club ist nicht schwer zu finden. Er ist berühmt, berüchtigt. Dort wird nicht nur mit Geld bezahlt. Die donnernde Musik dreht mir den Magen um. Ich trete auf den Vorplatz der alten Kirche. Es schüttet noch immer wie aus Kübeln. Der Regen fällt nicht mehr auf glatten Asphalt. Die Tropfen fallen auf altes Kopfsteinpflaster. Die alte Kirche wurde entweiht. Wo früher ein Halleluja gesungen wurde, wird nun getanzt. Und mehr. In den Beichtstühlen erwarten junge Mädchen ihre betuchten Feier. Verlorenes Pack findet man hier nicht. Dafür sorgen 3 große Kerle am Eingang. Ich bin nicht gläubig. War ich noch nie. Glaube ist was für die Schwachen. Ich beobachte die Typen vor dem Kirchenportal. Großer Andrang. Betrunkene Yuppies. Ich kenne das Gebäude. Es gibt eine Hintertür in der ehemaligen Sakristei. Schwer bewacht. Da kann ich mich gleich am Haupteingang höflich vorstellen. Reinlassen werden die mich nicht. Nicht freiwillig. So viel ist klar. Mein Honorar wartet. Mein Auftraggeber wartet. Emily wartet. Sie ist mir egal. Hoffe, das ändert sich nicht.
Eddie, der Clubbetreiber, hat die Information. Er weiß, wo sie festgehalten wird. Bin ich mir sicher. Eddie macht Geschäfte mit Dimmler. Ein verdammtes Stück Scheiße. Kontrolliert mittlerweile einen Großteil der Viertel im Bezirk. Meine Hand ist am Revolver, als ich mich in die Schlange von Leuten einreihe. Noch 5 Meter bis zu den Türstehern. Noch 3. Ich spanne den Hahn meiner Kanone. Beim ersten Schuss wird die Menge panisch werden. Auseinanderlaufen. 3 Schüsse, 3 Tote, dann rein in den Lärm. So stelle ich es mir vor. Anders geht's nicht. Was mich dann erwartet? Ich weiß es nicht. Improvisiere gern. Noch ein Schluck Wodka. Und noch einer. Und einen zum Trost. Die Menschenschlange lichtet sich. Viele kommen rein. Einige werden abgewiesen. Das Bild. Darf nicht dran denken. Emily. Nur ein zerknittertes Polaroid in meiner Tasche. Das Ziel. Etwas, das ich finden muss. Ich bin dran. Die Türsteher starren mir in die Augen. Ich starre zurück. Der erste dieser Bande weist mich ab. Sagt, ich sehe aus wie ein Stück Scheiße. Sagt, ich passe nicht in den Club. Nicht seine beste Idee. Hatte tatsächlich einen friedlichen Durchgang im Hinterkopf gehabt. Mein Revolver ist da. Entsichert. Fertig. Ich lächle, als ich auf den Typen ziele. Mein erster Schuss entlädt sich im Mund des langhaarigen Muskelpakets. Hab ihn sofort erkannt. Till Werder. Einer von Eddies Männern. Einer für das grobe Geschäft. Hat Menschen geschlagen, getötet, Frauen missbraucht, Drogenhandel. Ein mieses Geschäft. Für Eddie tut er alles. Muss degradiert worden sein. Heute ist jedenfalls nicht sein Tag. Das, was aus seinem Hinterkopf spritzt, malt ein blutiges Rorschachmuster an die Kirchenmauer. Ich schieße noch einmal. Der zweite Typ röchelt. Kenn ich nicht. Der Schuss muss in die Lunge gegangen sein. Habe nicht gezielt. Egal. Der dritte sucht das zweite, rennt mit der Menge. Kann nicht zielen. Auch egal. Eine Kugel gespart. 3 Stufen. Danach ein langer, schmutziger Gang. Schwüle und Musik, die jeder Großmutter das Gebiss aus dem Schädel haut. Club Kuma. Kann's kaum erwarten. Betrete den Hauptraum. Dort, wo getanzt und getrunken wird. Schlimmer als erwartet. Zu heiß, zu schwül. Die Luft getränkt von Schweiß und Alkohol. Dazu diese Musik. Dieser Bass. Haut mir die Gehirnzellen aus dem Kopf. Na, ich hab nicht mehr viele zu verschenken. Mädels tanzen an polierten Stangen. Exzessiv, als gäbe es kein Morgen. Begebe mich zur Langstreckentheke. Da, wo den armseligen Pissern hier die Kohle für gepanschten Dreck abhanden kommt. Wodka. Wird mir eingeschenkt. Frage mich, wann Eddies Leute auf die 2 Kadaver vor seinem Club aufmerksam werden. Die Polizei sicher nicht. Die trauen sich hier nicht her. Nicht hierhin. Soll bezahlen. Tue ich. Nehme den letzten Schluck. Klappe dann den Durchgang der Theke auf, um hinter die Bar zu kommen. Der Barmann schaut mir kurz in die Augen. Dann liegt er am Boden. Hält sich die Eier. Wimmert. Derek, der verantwortliche Barkeeper, steht etwas abseits. Hat mich natürlich bemerkt. Schaut etwas nervös. Derek. Kenne ich auch schon länger. Ist aus der gleichen Clique wie Till Werder. Das miese Stück, das gerade vor dem Haupteingang verrottet und in den Rinnstein blutet. Hab ihn mal beschattet. Drogenhandel. Kleiner Fisch. Aber ein großer Kerl. Muskeln wie ein Bär. Ich schiebe die Mädchen mit den Tabletts zur Seite. Gehe auf Derek zu. Er stellt das Glas ab, indem er gerade irgendeine überteuerte Scheiße zusammengepanscht hat.
Ich bin nicht klein. Er überragt mich trotzdem um einen Kopf. Hat trotzdem Schiss. Augen lügen nicht. Er weiß, dass ich ungemütlich werden kann. Frage ihn nach Eddie. Er weicht tatsächlich zurück. Mag ich gar nicht. Ich spreche gern von Angesicht zu Angesicht. Mag es, den Leuten ins Gesicht zu schauen. Trete auf ihn zu und bin betont ruhig. Er drückt sich an die alkoholbeladene Wand. Sagt, dass Eddie heute nicht hier sei. Nicht heute Abend. Dann spüre ich etwas im Nacken. Weiß genau, was das ist. Der Lauf einer Wache. Ich sehe Derek in die Augen. Er schaut auf jemanden, der hinter mir steht. Beschließe gedanklich, dass Derek diesen Club heute Abend nicht lebend verlässt. Der Druck auf meinen Nacken. Er wird stärker. Die Bastarde im Club tanzen immer noch. Die Mädels servieren fleißig. Keiner scheint irgendwas zu merken. Derek glotzt mich an. Mit einem Lächeln auf seiner vernarbten Fresse. Er scheint erleichtert. Lass ihn erstmal in dem Glauben. Der Lauf in meinem Nacken ist nicht aus Stahl. Es ist Plastik. Tippe auf eine Walter P99. Die Kindervariante. Na gut. Checke meine Optionen. Spiele alles durch. Alkohol ist kein guter Ratgeber. War er nie. Aber er kann motivieren. Spüre heißen Atem an meinem Ohr. Eine heisere Stimme krakeelt mir in den Gehörgang. Sagt, ich solle mitkommen. Sagt, dass mich jemand sehen will. Amateur. Wenn mich jemand sehen will, hat er sicher keine Lust auf einen Toten. Diese Lakaien. Idioten, die für ein paar Scheine freie Drinks und eine Nutte alles tun würden. Weiß nicht, wie viele hinter mir stehen. Wie viele hinter mir bereit sind, abzudrücken. Zögern ist immer schlecht. Lege meine Gedanken auf Eis. Ramme meinen Ellbogen nach hinten. Höre das Röcheln, während ich mich umdrehe. Zwei Typen. Die heisere Stimme hält sich in den Brustkorb. Der zweite steht weiter hinten. Zielt. Kommt nicht zum Schuss. Fällt einer der Bedienungen in die Arme, als meine Kugel einschlägt. Armes Mädchen. Muss ein Schock für sie sein. Einen toten Typen mit nur einem Auge in dem Arm zu halten. Der Schaden ist angerichtet. Die Tablettmädchen kreischen. Das Publikum tanzt immer noch. Dafür sitzt kein Schwanz mehr am Tresen. Der Typ mit der heiseren Stimme hält sich noch immer die Brust. Ein hageres, blondes Bürschchen im Anzug trete ihm unter das Kinn. Er fällt nach hinten. Brauche ihn noch. Genug Luft, um mich ein letztes Mal zu Derek umzudrehen. Lasse mir 2 Sekunden Zeit. Gönne mir den Luxus. Derek kracht in die Fuselabteilung hinter ihm. Glaube, der Job hat ihm sowieso keinen Spaß gemacht. Ich packe die heisere Stimme, richte ihn auf. Diesmal schreie ich ihm ins Ohr, hab ein paar Vorschläge für ihn. Er nimmt sie nickend an. Ich gehe. Er schleppt sich. Die Tür hinter der Theke steht offen. Hab ne Ahnung davon, was mich erwartet. Zögern ist immer schlecht. Manche leben und manche sterben. Oder auch nicht. Manche kriegen sogar noch einen Haufen Geld dafür.